Nürnberg ist am Wochenende, so scheint es, die letzte SPD-Bastion gegen die Große Koalition. Genauer gesagt der Bundeskongress der Jusos. Bei den Nachwuchs-Sozis kommt das geplante Bündnis zwischen CDU und SPD nicht wirklich gut an. Begeisterung klingt irgendwie anders. Die Parteimitglieder sind im Prinzip vor die Wahl gestellt, zu wählen zwischen Pest und Cholera. Auch ich denke, bei einer Neuwahl würden wir nicht sehr gut hinten rauskommen. Aber bei einer großen Koalition auch nicht. Das Problem ist vor allem die mangelnde Glaubwürdigkeit auch von uns. Wir brauchen eine Geschichte, die wir den Menschen erzählen und was für eine Vorstellung von Gesellschaft wir haben. Und die ist im Koalitionsvertrag nicht enthalten. Demonstrative Zuversicht verbreitet der SPD-Vorsitzende Gabriel dieser Tage. Unentwegt wirbt er für die Koalition mit der CDU. Das Ja der Basis ist sicher. Basta. Sonst noch Fragen? Herr Gabriel, wenn das jetzt nichts wird, haben Sie denn schon Pläne dann für die Zeit danach? Ja, dann werde ich Journalist und stelle solche Fragen, ist doch klar. Und ernsthaft? Herr Gabriel, letztlich entscheiden die Mitglieder ein Stück weit ja auch über Ihre Zukunft, oder? Warten Sie doch einfach ab. Ich kenne die SPD doch gut. Die SPD wird mit großer Mehrheit zustimmen. Und alle klugen Journalisten wissen das auch. Der Auftritt beim SPD-Nachwuchs jedenfalls ist kein Selbstläufer. So wie manche der Regionalkonferenzen, auf denen die Basis für das Bündnis mit der Union auf Linie gebracht werden soll. Bis zum nächsten Wochenende läuft der Mitgliederentscheid über den ausgehandelten Koalitionsvertrag noch. Deswegen ist das, was wir machen, liebe Genossinnen und Genossen, keine Liebesheirat. Es ist auch nicht so, dass wir uns die Große Koalition wünschen. Aber sie ist die jetzt mögliche Regierungsmehrheit in Deutschland. Und sie ist eine Koalition der nüchternen Vernunft. Die angebliche Vernunftehe, sie sorgt für Beziehungsstress zwischen Jusos und Parteispitze. Da wird der Ton schon mal rauer. Du kannst das runternehmen, ich habe das Flugblatt gelesen. Da steht drin, nicht Regierung um jeden Preis. Das stimmt. Weil in Tarifverträgen, lieber Genosse, steht viel mehr als der Lohn. Es geht darum, dass du, ja, das kann man als Student möglicherweise sagen, dass das anders ist. Damit du eine klare Antwort bekommst. Ich kenne in der CDU keinen Rassisten. Ihr habt mich eingeladen. Ihr wollt diskutieren mit dem Vorsitzenden der SPD. Und der sagt euch seine Meinung, ob die euch passt oder nicht. Wirklich punkten konnte der SPD-Chef bei den Jusos nicht. Er nimmt's sportlich. Ziemlich viel Gegenwind, oder? Bei den Jusos hier. Das wäre ja schlimm, wenn es nicht so wäre. Aber so ganz ernst sind Sie Ihre Meinung nicht, oder? Ich meine, doch, wir haben die sehr ernst. Wir haben die ganz ernst. Ich war noch schlimmer in meiner Zeit. Schon fast mit der Haltung kann man Parteivorsitzender werden. Mit großer Mehrheit stimmten die Jusos schließlich dafür, die Große Koalition abzulehnen. Sigmar Gabriel war da schon wieder weg. Derzeit gibt es eben viel zu tun für den Parteivorsitzenden.